Jetzt hat in den letzten Wochen groß die Runde gemacht, dass eben eine Quote in Europa Einzug halten müsste. Wäre das dann, nur noch mal die Frage an den Europapolitiker, wäre das dann eine Möglichkeit, Schengen und Dublin II außer Kraft zu setzen? Hätten Sie, Herr Sulik, die Vorstellung, dass wenn man eine Quote verteilt, die EU-Außengrenzen werden geschützt, es gibt eine Quote, dass man dann Dublin gar nicht mehr braucht? Naja, es ist erstens die Frage, wenn anhand der Quote manche Leute in ein Land gehen sollen und gar nicht wollen, wie wollen sie die zwingen, das erstens. Aber zweitens, die Quote, so wie sie jetzt vorgeschlagen wurde, heute hat ja Europaparlament darüber abgestimmt, 120.000 Leute nach der Quote zu verteilen, das ist keine Lösung. Das ist nur eine augenblickliche Linderung der jetzigen Situation. Aber das ist keine Lösung. Deswegen zum Beispiel, ich lehne diese Pflichtquoten ab, mein Land übrigens auch, weil das ist keine Lösung. Das ist nur eine Aufforderung an die Schlepper, noch mehr Leute herzuschicken. Das ist genau der Befund, Herr Gabriel, den wir von all diesen Ländern Osteuropas hören. Die sagen, die Quote bringt nichts, es kommen nur noch mehr Menschen. Und wir könnten sie auch gar nicht aufhalten, weil sie sowieso nach Deutschland wollen oder nach Schweden. Das ist die Ausrede der Staaten, die in Wahrheit, ich finde, sie sollten das einfach mal offen sagen. Sie wollen keine Flüchtlinge bei sich. Ich weiß gar nicht, warum sie immer um den heißen Brei rumreden. Sie möchten einfach ihre Verpflichtungen nicht wahrnehmen. Dublin heißt nicht nur Registrierung, sondern heißt, dann muss das Verfahren auch dort gemacht werden, wo man registriert wird. Das ist für Staaten wie Italien, die eine Außengrenze haben, natürlich im Zweifel ein Riesenproblem. Und es ist übrigens nicht damit gelöst, dass wir die Probleme aus Deutschland nach Italien verschieben, sondern die Lösung ist relativ klar. Wir würden registrieren, dann wird verteilt und dann bekommt man den Anspruch auf Sozialleistungen, der in dem Land existiert, in dem das Verfahren gemacht wird. Und übrigens keine Leistung, wenn man das Land verlässt, und in einem anderen Land versucht, das Verfahren zu bekommen. Deswegen wollen Sie nach Deutschland, die Leute. Nein, eine solche Rechtsregelung haben wir heute gar nicht. Wissen Sie, warum nicht? Weil Sie sich und Ihre Kolleginnen und Kollegen dagegen sträuben, überhaupt Flüchtlinge aufzunehmen. Und ich finde, Sie machen das nicht. Sie versuchen mit allen möglichen Argumenten einen Rechtszustand herbeizuführen, bei dem Sie nicht mitmachen müssen. Und ich sage, am Ende des Tages werden Sie die großen Verlierer sein, wenn die Grenzen in Europa nicht mehr offen bleiben. Sie müssen mitmachen. Europa geht nicht nach dem Motto, ich mache mit, wenn ich Geld kriege. Das reicht nicht. Also wenn... Blank. Unbedingt. Ja. Sie sind dran. Also wenn Europa weiter so wurschtelt mit dieser Flüchtlingsfrage und Deutschland auch übrigens, da sind die Tage von Schengen sowieso gezählt. Insofern ist es, Herr Gabriel, keine Drohung für mich oder für die meisten Slowaken, dass da wieder Grenzkontrollen eingeführt werden. Ich will aber was anderes sagen. Lassen Sie uns mal bei diesem Thema bleiben. Slowakei hat insgesamt bisher 200 syrische Flüchtlinge aufgenommen. Die Quote, die gerade ausgerufen wurde, würde bedeuten, dass man 800 syrische Flüchtlinge aufnimmt. Ich möchte vorhin noch etwas anderes sagen, bitte. Und zwar Herrn Gabriel möchte ich reagieren, dass wir gar nicht wollen. Einige Jahre zurück gab es ja die Ukraine-Krise. Ja. Wurde in Deutschland davon nicht viel gesprochen. Slowakei hat damals, die kleine Slowakei, 50.000 Flüchtlinge registriert. Asylverfahren haben wir durchgeführt und vielen Leuten, mehreren tausend Personen Unterkunft gewährt und so weiter. Slowakei hat seine Dublin-Pflichten erfüllt, Herr Gabriel. Das ist nicht wahr, dass wir uns da drücken wollen. Die Leute, aber wir haben 100 Kilometer Außengrenze, ja, nicht 500 wie zum Beispiel Ungarn. Und jetzt, Sie sagen, Sie wollen gar nicht, ja? Naja, ich denke, es ist sehr wichtig, was die Menschen wollen. Die Bürger des Landes, was die wollen. Wir haben ein Referendum gehabt in einem kleinen Dorf, wo es eine Flüchtlingsunterkunft geben sollte. 98% der Menschen haben Nein gesagt. Ich denke, das müssen die Politiker akzeptieren. Sie akzeptieren das nicht hier in Deutschland. Und dann haben sie solche Fälle wie in Heidenau oder in vielen anderen. Da brennen ihnen die Häuser nieder. Die Flüchtlinge haben... Wissen Sie, was das die Aufforderung ist? Die Verfassung eines Landes ist egal. Europäisches Recht ist egal. Ich frage mal, ob die Leute vor Ort damit einverstanden sind. Das ist in der Tat eine Vorstellung mit dem Umgang europäischer Werte, wo ich mich wundere, dass jemand, der sagt, er ist ein Liberaler, damit wirklich hausieren geht. In diesem Land... Ja.
Denn kein Referendum hat schon Aussagekraft. Nein, in diesem Land zum Beispiel sind wir der Überzeugung, dass selbst wenn wir ein Referendum einführen würden, was nach der Verfassung bei uns schwer ist oder gar nicht geht, dann dürfte es nicht die ersten 20 Artikel der Verfassung berühren. Weil wir natürlich nicht Rechtsstaat, Sozialstaat, die Verbot der Todesstrafe und vieles andere der Frage überantworten, ob denn gerade mal eine Mehrheit dafür oder dagegen ist. Und ich meine, wenn es danach geht, machen Sie mal in Deutschland ein paar Abstimmungen über manches, was dieses Land leistet, auch zum Aufbau Europas, auch Osteuropas. Da werden Sie im Zweifel auch Mehrheiten finden, die das nicht witzig finden. Trotzdem machen wir das. Ich will das nicht unterschätzen, ich finde, nur, wissen Sie, wenn man Mitglied der Europäischen Union werden will, und wir waren froh, dass Sie es wollten, dann muss man sich in Europa auch an die Regeln halten. Und das tun Sie nicht. Sie weigern, das kann ich Ihnen sagen. Ja, sagen Sie. Das kann ich Ihnen sagen. Die Regel, dass wir in Europa versuchen, in schwierigen Situationen die Lasten gemeinsam zu bewältigen. Was ist das für eine Regel? Das kann ich Ihnen sagen. Das ist das Grundverständnis der Europäischen Union. Wenn Sie das nicht verstanden haben, wundere ich mich, was Sie im Parlament machen. Herr Gabriel, bevor Sie... Einen Satz bitte, einen Satz, ja. Ich denke, das ist kein Grund, persönlich zu werden. Und ich hoffe, Sie hören damit auf. Und meine, man wird Sie ja über Politik noch so sprechen dürfen, dass es jeder versteht. Ja, ich kann auch so sprechen. Dann werden Sie aber auch nicht glücklich darüber. Ich bin sehr einverstanden damit, weil ich das unfassbar finde, was ich derzeit in Europa abgeht. Sie sprachen von Regeln, ja? Die Regeln, die heißen zum Beispiel die Verfassung der EU. Die Regeln heißen Dublin-Abkommen und so weiter. Slowakei hält alle Regeln ein. Deutschland hält die Regeln nicht ein. Wenn wir zum Beispiel über das Geld für Griechenland sprechen, das war im Widerspruch zu den gültigen Regeln. Sie haben die Regeln viel mehr gebrochen. Frau Merkel hat die Regeln gebrochen. Und mir werfen Sie vor, mein Land würde die Regeln nicht einhalten. Sie finden keine einzige gültige Regel auf Papier. Gültige Regel, die wir nicht eingehalten hätten. Sie denken sich hier was aus von neuen Regeln. Und als die Slowakei zu der EU beigetreten ist, hatten wir auch ein Referendum. Und die Mehrheit der Leute hat sich dafür ausgesprochen, der EU beizutreten. Das ist für mich eine Regel. Das verstehe ich. Dafür sind wir übrigens froh, dass Sie das gemacht haben. Aber Sie werden doch Verständnis dafür haben, dass es in Europa Verabredungen darüber gibt, wie wir mit Schwierigkeiten in Europa umgehen. Und in diesem Fall ist es so, dass eine unfassbare Anzahl von Menschen flüchtet aus Ländern, in denen Krieg, Bürgerkrieg, Hunger, Elend, Not existiert, dass sie hierher kommen wollen und dass wir jetzt, und zwar im Geist der Verträge, uns verständigen müssen, wie wir damit human, menschlich umgehen. Wenn Deutschland, das tun würde, was Sie gerade verlangen, die Grenzen schließen und sagen, wir nehmen niemanden mehr, was glauben Sie, was in Ihren Staaten los wäre? Wo glauben Sie, bleiben die Menschen? Sie wären die ersten Verlierer, wenn wir niemanden mehr aufnehmen würden, weil die natürlich, Sie haben gerade selber gesagt, Sie haben eine Außengrenze in Ihrem Land, weil die natürlich in Ihren Ländern bleiben. Sie müssen ein erstes Interesse daran haben, dass wir zu einer fairen Verteilung kommen, wo Sie weit weniger Lasten übernehmen müssen, als wir das tun wollen übrigens. Kann man sagen, die Quote bringt nichts, es kommen nur noch mehr Menschen und wir könnten sie auch gar nicht aufhalten, weil sie sowieso nach Deutschland wollen oder nach Schweden. Das ist die Ausrede der Staaten, die in Wahrheit, ich finde, Sie sollten das einfach mal offen sagen. Sie wollen keine Flüchtlinge bei sich. Ich weiß gar nicht, warum Sie immer um den heißen Brei rumreden. Sie möchten einfach Ihre Verpflichtungen nicht wahrnehmen. Dublin heißt nicht nur Registrierung, sondern heißt, dann muss das Verfahren auch dort gemacht werden, wo man registriert wird. Das ist für Staaten wie Italien, die eine Außengrenze haben, natürlich im Zweifel ein Riesenproblem. Und es ist übrigens nicht damit gelöst, dass wir die Probleme aus Deutschland nach Italien verschieben, sondern die Lösung ist relativ klar. Wir würden registrieren, dann wird verteilt und dann bekommt man den Anspruch auf Sozialleistungen, der in dem Land existiert, in dem das Verfahren gemacht wird. Und übrigens keine Leistung, wenn man das Land verlässt und in einem anderen Land versucht, das Verfahren zu bekommen. Deswegen wollen Sie nach Deutschland, die Leute? Nein, eine solche Rechtsregelung haben wir heute gar nicht. Wissen Sie, warum nicht? Weil Sie sich und Ihre Kolleginnen und Kollegen dagegen sträuben, überhaupt Flüchtlinge aufzunehmen. Und ich finde, Sie machen das nicht. Sie versuchen mit allen möglichen Argumenten einen Rechtszustand herbeizuführen, bei dem Sie nicht mitmachen müssen. Und ich sage, am Ende des Tages werden Sie die großen Verlierer sein, wenn die Grenzen in Europa nicht mehr offen bleiben. Sie müssen mitmachen. Europa geht nicht nach dem Motto, ich mache mit, wenn ich Geld kriege. Das reicht nicht. Also wenn... Aber
krank. Unbedingt. Ja. Sie sind dran. Also wenn Europa weiter so wurschtelt mit dieser Flüchtlingsfrage und Deutschland auch übrigens, da sind die Tage von Schengen sowieso gezählt. Insofern ist es, Herr Gabriel, keine Drohung für mich oder für die meisten Slowaken, dass da wieder Grenzkontrollen eingeführt werden. Ich will aber was anderes sagen. Lassen Sie uns mal bei diesem Thema bleiben. Slowakei hat insgesamt bisher 200 syrische Flüchtlinge aufgenommen. Die Quote, die gerade ausgerufen wurde, würde bedeuten, dass man 800 syrische Flüchtlinge aufnimmt. Ich möchte vorhin noch etwas anderes sagen, bitte. Und zwar, Herrn Gabriel, möchte ich reagieren, dass wir gar nicht wollen. Einige Jahre zurück. Ich frage mal, ob die Leute vor Ort damit einverstanden sind. Das ist in der Tat eine Vorstellung mit dem Umgang europäischer Werte, wo ich mich wundere, dass jemand, der sagt, er ist ein Liberaler, damit wirklich hausieren geht. In diesem Land. Ja. Kein Referendum hat schon Aussagekraft. Nein, in diesem Land zum Beispiel sind wir der Überzeugung, dass selbst wenn wir ein Referendum einführen würden, was nach der Verfassung bei uns schwer ist oder gar nicht geht, dann dürfte es nicht die ersten 20 Artikel der Verfassung berühren. Weil wir natürlich nicht Rechtsstaat, Sozialstaat, die Verbot der Todesstrafe und vieles andere der Frage überantworten, ob denn gerade mal eine Mehrheit dafür oder dagegen ist. Und ich meine, wenn es danach geht, machen Sie mal in Deutschland ein paar Abstimmungen über manches, was dieses Land leistet, auch zum Aufbau Europas, auch Osteuropas. Da werden Sie im Zweifel auch Mehrheiten finden, die das nicht witzig finden. Trotzdem machen wir das. Ich will das nicht unterschätzen, ich finde, Mehrheiten. Ich finde nur, wissen Sie, wenn man Mitglied der Europäischen Union werden will, und wir waren froh, dass Sie es wollten, dann muss man sich in Europa auch an die Regeln halten. Und das tun Sie nicht. Nein, Moment, habe ich noch nicht. Einige Jahre zurück gab es ja die Ukraine-Krise. Yeah. Wurde in Deutschland davon nicht viel gesprochen. Slowakei hat damals, die kleine Slowakei, 50.000 Flüchtlinge registriert. Asylverfahren haben wir durchgeführt und vielen Leuten, mehreren tausend Personen, Unterkunft gewährt und so weiter. Slowakei hat seine Dublin-Pflichten erfüllt, Herr Gabriel. Das ist nicht wahr, dass wir uns da drücken wollen. Die Leute, aber wir haben 100 Kilometer Außengrenze, ja, nicht 500 wie zum Beispiel Ungarn. Und jetzt, Sie sagen, Sie wollen gar nicht, ja? Naja, ich denke, es ist sehr wichtig, was die Menschen wollen, die Bürger des Landes, was die wollen. Wir haben ein Referendum gehabt in einem kleinen Dorf, wo es eine Flüchtlingsunterkunft geben sollte. 98% der Menschen haben Nein gesagt. Ich denke, das müssen die Politiker akzeptieren. Sie akzeptieren das nicht hier in Deutschland. Und dann haben sie solche Fälle wie in Heidenau oder in vielen anderen, da brennen ihnen die Häuser nieder. Die Flüchtlinge haben. Wissen Sie, was das die Aufforderung ist? Die Verfassung eines Landes ist egal. Europäisches Recht ist egal. Jetzt hat in den letzten Wochen groß die Runde gemacht, dass eben eine Quote in Europa Einzug halten müsste. Wäre das dann, nur noch mal die Frage an den Europapolitiker, wäre das dann eine Möglichkeit, Schengen und Dublin II außer Kraft zu setzen? Hätten Sie, Herr Sulik, die Vorstellung, dass wenn man eine Quote verteilt, die EU-Außengrenzen werden geschützt, es gibt eine Quote, dass man dann Dublin gar nicht mehr braucht? Naja, es ist erstens die Frage, wenn anhand der Quote manche Leute in ein Land gehen sollen und gar nicht wollen, wie wollen sie die zwingen, das erstens. Aber zweitens, die Quote, so wie sie jetzt vorgeschlagen wurde, heute hat ja das Europaparlament darüber abgestimmt, 120.000 Leute nach der Quote zu verteilen, das ist keine Lösung. Das ist nur eine augenblickliche Linderung der jetzigen Situation. Gut, trotzdem. Aber das ist keine Lösung. Deswegen zum Beispiel, ich lehne diese Pflichtquoten ab, mein Land übrigens auch, weil das ist keine Lösung. Das ist nur eine Aufforderung an die Schlepper, noch mehr Leute herzuschicken. Das ist genau der Befund, Herr Gabriel, den wir von all diesen Ländern Osteuropas hören.